Was dem Metal-Fan sein Wacken, ist dem Hippie die Burg Herzberg. Einmal im Jahr werden die Wiesen am Fuße der Burg zu einer Pilgerstätte für die Fans der Ära der Friedensproteste und der freien Liebe. Noch vor dem legendären Treffen in Woodstock sollen sich die ersten Hippies in der kleinen Gemeinde Breitenbach am Rande zum Vogelsberg das erste Mal getroffen haben. Heute sind es gut 10.000, die das Ritual jährlich erneuern. Angst, dass ihr Lebensstil bald erlischt, müssen die Althippies keine haben. Dieses Jahr ist das 18. Jahr, mit 2 Jahren Pause. Also 16 Jahre jetzt. Ich bin hier groß geworden. Ja. Ist immer wieder schön. Und wo kommst du her? Aus Maurich. Genauer? Schön Mittelhessen, in der Provence, Hessen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Im schönen Mittelhessen scheint man zudem Sinn für Humor zu haben. Kurz nach dem kleinen Interview schnappten sich die Jungs ihre Instrumente und luden zum spontanen Dixie-Konzert. Dem Publikum gefiel's. Gesprächsthema Nummer 1 beim Hippie-Festival 2014 war allerdings etwas ganz anderes. Oder besser gesagt, jemand ganz anderes. Okay, dann nenne ich Sie Goldener Mann. Warum sind Sie der Goldene Mann am Herzberg-Festival 2014? Ich möchte die Leute dazu bringen, mich zu fragen, warum ich so bin. Und dann habe ich eine Geschichte, die darin münden soll, dass die Leute ihren eigenen Wert, ihre eigene Schönheit erkennen. Und zwar ganz stocknüchtern. Ich bin Naturwissenschaftler und Arzt und möchte sie zur Realität zurückführen, dass sie ihren Selbstwert erfassen und Ja sagen zum Leben und anfangen, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu sich selber, nicht zu irgendeinem Abziehbildchen. Und dann dadurch auch glücklich werden und liebesfähig und auch geliebt werden untereinander, dass alles besser funktioniert. Und jetzt fange ich an zu stottern. Jedenfalls. Kein Problem, ich frage einfach mal die Damen daneben. Sie haben sich vorhin mit einem Goldmann unterhalten. Was halten Sie von seiner Aktion? Das ist wundervoll. Wenn man sowas macht, dann ist man doch sehr, sehr mutig zum Ersten. Und zum Zweiten hat man meistens eine Botschaft. Seine Botschaft gefällt mir gut. Und darüber hinaus ist es so, wo sollen Sie denn sonst solche Botschaften rüberbringen, wenn nicht hier? Das ist ein Hippie-Festival, das orientiert sich an Woodstock. Ich bin ein absoluter Woodstock-Fan. Da waren ganz viele Menschen nackt. Da haben sie auch sogar freie Liebe gemacht. Also, was soll das? Der Mann ist klasse. Ich bedanke mich dafür, dass er so ist. Und wir sagen danke für ein gelungenes Burg Herzberg Festival 2014.